Also diese Hinweise auf Hefen. Also das Blutbild verändert sich immer relativ schnell. Die Hefen, die sprießen dann auf und es verdichtet sich dann oder kommt deutlicher vor, die Parasiten. Also hier, ja, sehen Sie überall die Zysten. Ja. Und dem ging es aber relativ gut. Das sehen Sie, dass die roten Blutzellen noch relativ gute Vitalität zeigen. Der hatte auch nur, der hatte ein Symptom, also oben auf dem Oberschenkel war ihm so oval, ja, hat er keine Sensibilität gehabt. Sonst hat er keine Beschwerden weiter gehabt. Ich zeige Ihnen mal noch ein anderes Video. Da passen Sie mal gut drauf auf. Da habe ich davor gesessen, habe gedacht, ich sehe nicht richtig, weil ich das bis dahin noch nicht hatte. Also das ist erstmal, da ist ein Gewusel, das ist die 10.000-fache Vergrößerung. Und da würde man denken, das sieht alles sehr gut aus. So, und das ist jetzt Dunkelfeld. Und gleich ist Schluss. Da ist erst Fliesensalle und dann auf einmal hören sie auf. Und jetzt war da was und dann springen die so umher. So. Da habe ich erst gemacht und gemacht und auf einmal habe ich gedacht, was ist denn das? Da oben geht zum Beispiel eine unter, da ist gerade eine geplatzt. So, die ist jetzt weg. Die geht weg. Jetzt kommt eine runter. Passen Sie mal auf. Wupp, weg. Die sterben ab, weil das Blut so toxisch ist. Das ist das, wenn die Patienten dann, die erzählen meistens, dass es ihnen manchmal so schlecht geht, dass sie so Phasen haben, wo sie so richtig so kaputt sind. Und dann geht es wieder eine Weile und dann, bei denen gibt es solche Bilder. Und da kann man eigentlich sagen, dass diese Borrelien eine aktive Arbeit machen. Ja? Manchmal ist es ja so, dass man Ruhe hat und dass man gar nicht irgendwas spürt. Aber die spüren was und da muss man dann wirklich handeln. Und ja, die Information bleibt drin. Man kann schon also rausbringen. Man muss nur gucken, also man kriegt es nicht mit Antibiotika hin. Hier ist nichts mehr zu sehen. Die roten Blutzellen, die werden zwar abgebaut, dann über die Milz und so, und müssen auch wieder aufgebaut werden, aber das ist schon. Und Sie sehen dann im Hellfeld, sehen Sie dann diese Schatten-Erythrozyten. Das sind dann also nur noch so ja, Schatten. So, das war nochmal so ein beeindruckendes Bild. Ich möchte jetzt zu dem anderen Bereich übergehen, den ich auch in meiner Praxis mache. Und da als Einstimmung habe ich gedacht, ich zeige Ihnen diese Wasserkristallbilder von Emoto, die kennen bestimmt viele, was eben was mit Schwingung zu tun hat. Wenn wir positive Schwingung aussenden, dann kann das Wasser diese Schwingung aufnehmen und entsprechend die Molekülstruktur sich strukturieren. Die Energiefelddiagnostik des Menschen hat auch was mit Schwingung zu tun. Und zwar das menschliche Körperfeld besteht aus Schwingung. Es ist geordnet, es hat eine stimmige Struktur und durchdringt unseren Körper in allen Aspekten. Es besteht aus sich überlappenden Schwingungen, die ein Interferenzmuster ergeben. Und dieses Interferenzmuster, das beinhaltet Informationen und kann Informationen speichern und auch weitergeben. Es unterstützt und organisiert die Aktivitäten im Körper durch Koordination der Informationsübertragung. Also ist verantwortlich auch für die Kommunikation der Zellen untereinander. Die Kenntnis vom Human Body Field, also vom menschlichen Körperfeld, basiert auf biophysikalischen Grundlagen und der Quantenbiologie. Kleine Veränderungen im Energiefeld haben große Wirkungen zur Folge. Es ist also die Bausteine, also es ist alles drin. Jedes Molekül oder jedes Atom ist eigentlich, sendet Schwingung aus oder entsteht eigentlich durch Schwingung. Und wir haben also, ob das Elemente sind oder Organe oder Systeme, alle schwingen. Und das Körperfeld ist so das Oberste darüber und korrigiert das, nimmt es auf, gibt die Informationen weiter, ist so ein bisschen der Chefcomputer, sage ich mal.
hier nochmal zusammengefasst, was alles dazu gehört, auch unsere Gedanken, Emotionen, Gedächtnis, Energie, physische Dinge, Biochemie, alles gehört dazu. Wenn es gesund ist, dann ist es auch in Ordnung, da können wir uns gut bewegen, dann haben wir keine Probleme. Es gibt ja auch mal gesunde Menschen. Aber es kann beeinflusst werden durch verschiedene Einflüsse, elektromagnetische Störungen, geopathischer Stress, sollte man nicht vergessen, ist ganz wesentlich, Traumata, chemische Stoffe, Emotionen, mentale Mikroorganismen, Allergien. Ergebnis sind Schlafprobleme, Energiemangel, dass man nicht so viel Nahrung aufnehmen kann, entweder weil man keinen Appetit hat oder auch die Nahrungsverwertung nicht optimal ist, das Immunsystem schwach sein kann, nervliche Probleme, hormonelle Probleme, Haut, gehemmte Mentalfunktion, also wenn man Konzentrationsstörungen hat, emotionale Schwankungen, auch Depressionen, Gewichtsprobleme, wenn man nicht abnehmen kann zum Beispiel. Das Bild finde ich eigentlich ganz gut, weil man sich da vorstellen kann, wenn man gesund ist, dann ist man gut strukturiert. Aber wenn man jetzt eine Störung hat, dann wird das Energiefeld oder das Körperfeld verformt. Und es ist nicht nur so, dass die Linien verformt werden, sondern auch Bereiche wie Organe zum Beispiel, wenn man das dem zuordnen könnte. Und damit wird natürlich auch eine falsche Information weitergeleitet, wenn das so ist. Deswegen ist es so wichtig, dass man das wieder in die Wege bringt und ausrichtet, damit die Energie wieder fließen kann. Das sind die beiden Herren, die das entwickelt haben. Das ist der Peter Fraser, das ist ein australischer Arzt, der sich ganz viel mit Akupunktur auch beschäftigt hat. Und jetzt muss ich mich beeilen. Das ist das System, also wir messen das Körperfeld mit dem Gerät und geben tut das Infozeutikas. So wird es gemacht, die Hand wird aufgelegt, dann werden die Werte, die hier ermittelt werden aus dem Körperfeld, die werden hiermit abgeglichen. Das sind die Fläschchen, die man dann bekommt. Das sind Mineralien, Wasser, magnetische Information, das ist das Wichtigste. Die baut sich oder die nimmt man aus dem Informationen von dem, was als Software im Gerät ist, das ist ja eine Software entwickelt worden, wo man sagt, das ist optimal. Und aus diesem Optimalen, da wird die Information rausgenommen und übertragen auf die Fläschchen. Und dann bekommt man diese Tropfen um das Körperfeld, was jetzt als nicht korrigiert ist oder krank ist, dass man das wieder ausrichten kann. Na, nicht individuell, aber es gibt Driver, also Treiber, Zelltreiber, es gibt Integratoren, das sind die Wege. Es gibt so vier verschiedene Fläschchen oder Sorten, sag ich mal, und die haben diese verschiedenen Informationen. Es gibt zum Beispiel 16 Driver, 12 Integratoren, und dazu dann jeweils die Fläschchen. Und nach der Messung wird geguckt, wo sind die Störungen, und danach wird dann individuell rausgesucht, was ist für Ihren Körper notwendig. So ist es richtig. Die Tropfen haben eine sehr effektive Wirkung. Da müssen Sie auch wirklich auf die Tropfenzahl achten, die Sie einnehmen. Das kriegen Sie vor. Sie kriegen einen richtigen Therapieplan. So wird es gemacht, die werden in Wasser eingenommen, die Zahl wird auch individuell bestimmt. Ansprechpartner, wenn Sie jetzt mehr zum Gerät wissen möchten, das ist Frau Borcher, die sitzt mit hier im Raum. Und unten einen Stand gibt es auch noch, da können Sie sich vielleicht auch mal messen lassen und mal gucken, was mit Ihnen los ist. Ich wollte nur noch mal Weg aus der Krise, Verbindung der traditionellen und nicht traditionellen Medizin und ihre gleichwertige Anwendung. Ich glaube, das muss die Forderung für uns sein. Und dass die Krankheitsursache nicht nur auf physikalischer, sondern auf Informationsebene auch gesucht wird. Funktionelle Beurteilung der Organe und Nachweis früher Störungen, und zwar funktioneller Störungen. Reaktionsblockaden und Risikofaktoren sollten gesucht werden und dann behandelt werden.
Berücksichtigung der emotionalen und mentalen Zustände des Patienten, das ist ganz wesentlich, weil das NES-Gerät hat auch einen ganz wesentlichen Abschnitt mit Emotionen und da kann man also sehr gut korrigieren und da kann man auch ganz viel mitmachen. Also das ist ein wesentlicher Punkt, weil auch die Menschen selber, wenn sie wissen, was sie korrigieren können, selber Einfluss nehmen können. Aktives Einbeziehen des Menschen, es ist also nicht so, dass der Patient sagen sollte, der Therapeut soll machen. Nein, die Patienten müssen aktiv mitarbeiten, sonst wird es nichts. Eigenverantwortung ist, es ist nicht nur ein individuelles Thema, sondern ein gesellschaftliches Thema auch. Und Vorsorge sollte schon im Kindesalter anfangen. Wir sollten also auch früh einrichten. Hier nochmal Abschluss, vielleicht reicht einfach eine andere Blickrichtung und wir müssen damit umgehen. Vielen Dank.